Und dazu habe ich mal vor einigen Monaten einen Motor zugekauft, der aber Vorserie ist. Und was wir heute machen ist, wir gucken, was haben die in der Vorserie gemacht und wie ist es am Ende auf die Straße gekommen. Ja, ja, ne? Wie gesagt, ich glaube, ich sehe erstmal nur Upgrades. Guck mal hier. BMW will, dass wir unser Logo ändern. Die haben dann gesagt, nee, halt, halt, so nicht. Und wir wollen außerdem noch für die letzten 15 Jahre 2-5% von eurem Bruttojahresumsatz. Und das wäre weit über 2 Millionen gewesen. Auch diese markenrechtlichen Geschichten, die schlagen auch privat durch. Das heißt, du kannst nicht sagen, so, ey, ich mach die Firma platt. Du musst im Grunde die Sorge haben, dass sie dir auch dein Zuhause wegnehmen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute mit Martin. Wieder ein M3 S65. Dann würde ich gerne noch auf ein oder zwei Sachen eingehen, was in den Kommentaren die letzten Wochen los war, gerade nach dem Video mit Andy. Da haben einige von euch tatsächlich auch gesagt, ey, stell das mal klar, wie auch immer, weil das Video danach mit dem 6er, wo die Buchse abgesackt war, da haben sich so viele auf den Andy eingeschossen, obwohl kein Schwein weiß, wer für uns die Blöcke macht. Andy auf jeden Fall nicht. So, dazu würde ich gerne noch was sagen. Und dann haben wir zu dem S65 einen passenden M3. 2011er Auto, 50 gelaufen, Motor fest. So, jetzt brauchen wir einen Block und eine Welle, wir brauchen Ölpumpen. Und dazu habe ich mal vor einigen Monaten einen Motor zugekauft, der aber Vorserie ist. Und was wir heute machen ist, wir gucken, was haben die in der Vorserie gemacht und wie ist es am Ende auf die Straße gekommen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Block, Welle, Ölpumpen etc. und Köpfe gleich sind, aber bei den Anbauteilen, und das sieht man direkt bei der Airbox hier oben, sieht man direkt schon ja, eine andere Bauform als in der Serie. In der Serie ist die nämlich so schräg abgeschnitten, ja. Und dann geht der Schnorchel direkt zum Luftfilterkasten. Hier ist es anders. Ob uns da was auffällt und wenn ja, zeigen wir euch das natürlich. Martin zerlegt gleich und dann werden wir hier und da ein bisschen schauen. Und dann geht es endlich weiter. Wie lange habe ich gebraucht, bis du das machen wolltest? Ach so. Ein Jahr noch. Ein Jahr fast. Weil wir haben ja unseren E39 M5 Touring. Ja, und wir haben damals als Spenderauto für die ganze Technik haben wir einen E39 M5 gekauft. Aus 99, der aber damals schon 220 gelaufen hatte. Und man merkt, dass der Motor schon ein bisschen schwach auf der Brust ist. Na klar, wir haben einen Touring, der ist nochmal einen Ticken schwerer. Aber trotzdem, man merkt, gerade wenn man frische M5 kennt oder Motoren, dann, die wir hier machen, dass die Dinger dann richtig auf Zug sind, ist der nicht mehr. So, und deswegen bauen wir einen ganz frischen Motor auf. Wir haben geportete Köpfe noch dazu. Wir haben den Block schon fertig. Hinten liegt alles und es geht zum Glück endlich in die Montage. Und das zeigen wir euch auch. So, deswegen würde ich einfach sagen, herzlich willkommen, Martin. Und wir zerlegen. Ja. Hey, komm, wir gehen erstmal auf den Schaden ein bei dem alten Motor. Ja. Der Witz war einfach, ich habe gestern gefragt, und was ist damit? Fest. Ich denke, ja, herrlich. Wieder Hauptlagerschaden, hundertprozentig. Und am Ende war es auch so. Hier haben wir nur extremes Glück gehabt, dass der Block nicht in die Ölbohrung hochgerissen ist, wie wir es schon oftmals gezeigt haben. Das bedeutet, dass wir den Block spindeln können. Ja? Ihr seht, hier vorne ist eine Ölbohrung, die geht zur Kette. Beziehungsweise zur Kettenführung, ne? Nicht zum Spanner. Genau. Und in der Regel reißen die dann hier hoch. Na, weil ihr seht, hier ist die Ölbohrung für das erste Hauptlager und hier, die zwei sind zusammen verbunden. Das heißt, du hast hier verhältnismäßig wenig Material und die neigen dann dazu, wenn sie heiß werden, dass sie dann hier hochreißen. Wobei man auch echt sagen muss, ey, ich weiß nicht, ob man hier was spindeln kann. Wenn, dann müsste man auflasern. Direkt die Lampe. Wenn, dann ja, müsste man auflasern. Ziemlich tief. Ja, das ist wirklich ziemlich tief. Auflasern und dann spindeln. Weil das Schöne ist einfach, wir haben keinen Riss. So, ist aber trotzdem mit viel Aufwand verbunden, sowas dann wieder zu machen, weil wir aber auch Tempo reinkriegen wollen in den ganzen Auftrag, zerlegen wir diesen neuen Motor hier, ja? Ja. So, damit wir in der Möglichkeit auch irgendwo Richtung Mitte nächster Woche fertig sind mit dem ganzen Gedöns und damit wir hier keinen neuen Block brauchen, ja? Weil wir brauchen sowieso schon eine neue Welle. Ja. So, und deswegen halt Block und Welle nach Möglichkeit von dem. Aber ansonsten sieht er wirklich sehr, sehr frisch aus. Und ich sage euch auch, woran man das erkennt, dass der wirklich wenig runter hat. Das hast du eben schon sehr, sehr schön gesagt.
oder gezeigt. Ihr kennt die Deckelthematik, dass sich hier der Lack löst. Ne? Und wenn ihr euch die Deckel anschaut, ihr seht, der hat noch nicht viel getan. Ja, weil oftmals kräuseln die sich dann hier ein bisschen ab. Ja. Und deswegen grundsätzlich das Material hier sehr schön. Aber wie sah das Öl aus? Ja, war schon ziemlich schwarz. Ne? Also wirklich. Du hättest auch meinen können, dass es ein Diesel ist. Ja. Und deswegen, Leute, ey, immer und immer wieder Ölwechsel, Ölwechsel, Ölwechsel. Mindestens jedes Jahr. Ja, wenn du so überlegst, der hat 50.000 laufen, der hat vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Ölwechsel bekommen. Ja. Seit, ja. Wenn man es wirklich, wenn man nach Laufleistung geht. Genau. Ne? Ja. Und so wie das Öl aussah, ist es kein Wunder, dass das erste Hauptlager nicht mitgeht. Ja. Ne? Deswegen Ölwechsel, Ölwechsel, Ölwechsel jedes Jahr. Mindestens oder bei den Motoren spätestens alle 15.000. Ja. Na, das ist so, weil man sieht so viele Motoren auch immer wieder, die hohe Laufleistungen haben, wo die Kunden auch mit Bedacht die Autos fahren und regelmäßig wechseln und dann halten die Dinger auch lange. Ja, aber wenn du so ein Auto dann in der Garage hast, ist ein Cabrio oder ein Coupé? Nee, Coupé. Ein Coupé. Ja, und dann wird das selten gefahren und dann kommt man auf die Idee, nach 4 oder 5 Jahren einen Ölwechsel zu machen, weil man meint, man ist so 2000 gefahren. Ja. Ist interessant, ne? Ne, man ist dann wenig gefahren, aber das Öl altert einfach mit. Ja. So, Mirko ist übrigens auch wieder da. Den holen wir gleich mal dazu. Vielleicht entdeckt er ja irgendwas, was uns vielleicht entgeht. Also kommt, lang genug gelabert, Feuer frei. Ja. Wir fangen an. Ach so, ja, und zum Thema anders. Wir haben ja in dem letzten Video gesagt, dass die BMW will, dass wir unser Logo ändern. Ne? Und es haben sich tatsächlich nach dem Video schon 7 Firmen gemeldet, die auch Theater mit BMW hatten. Ich habe jetzt auch mit unserem Anwalt schon gesprochen, der ist mit 2 Patentrechtsanwälten und Markenrechtlern aus München schon dran, das sind Kumpels von dem. Da gibt es jetzt ein paar Beratungen, was wir da genau machen und da gibt es ein paar Optionen. Ich gehe vielleicht gleich nochmal darauf ein, was die anderen jetzt schon gesagt haben, warum BMW da auch geklagt hat. Aber abschließend behandeln wir das Thema dann, wenn wir Ergebnisse haben. So, also pickepacke volles Video heute wieder und Hauptthema S65 und deswegen fangen wir an. Los geht's. No new friends with the same old clique, eh. Couple old homies went and stabbed me in the back, but it's no love lost, I'll probably bless him with some stacks. That direct deposit lovely. Went from shaking Kool-Aid packets to popping bubbly. Went from maximum. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was abgebaut. Man sieht auch direkt ein bisschen was. Also erstmal, ich gucke natürlich dann immer, wenn ich so Teile habe, wie jetzt die Drosselklappensteller, ob die Teilenummer überhaupt gültig ist. Ist nicht gültig, findest du nicht. Aber was irgendwie interessant ist, hier steht drauf Maskenelektronik. Wenn da draußen irgendeiner in der Entwicklung ist oder irgendwo am Prüfstand arbeitet, sagt mir bitte mal, was Maskenelektronik ist. Vielleicht kann uns der Gregor das auch sagen, weil der hat ja auch bei Strick am Prüfstand gearbeitet, ne? Gregor! Schon wieder nicht da, ey. Also Maskenelektronik, interessanter Begriff. Was noch sehr interessant ist, und das kennen wir nur vom V10 eigentlich, aber da seht ihr im Grunde, was die hier vorher gemacht haben. Kannst du ein bisschen weiter drehen, ey? Ja. Selber. Yes! Was ist Maskenelektronik? Weißt du das? Prüfstand? Weiß nicht. Okay. Wo steht das denn? Ein Drosselklappensteller. Ich meine, hier steht VDO Siemens drauf, ne? Mhm. Dinger sind noch neu, die haben nichts getan. Aber mich würde das interessieren, warum da Maskenelektronik draufsteht. Weißt du auch nicht, ne? Ne. So. Aber was interessant ist, die Ölwanne ist komplett anders. Na, ja. Das sieht man hier ganz geil. Weil so wie der V10, die nämlich sonst an der Seite von der Ölwanne sitzen gehabt hat, so haben die das in der Vorserie tatsächlich beim S65 auch gemacht. Weil die saugen ja das Öl aus den Köpfen ab, um in der Ölwanne bzw. im Ölreservoir mehr Öl zu haben. Ja. Damit es schneller im Grunde abläuft, weißt du? Kannte ich so noch nicht, kennt auch mit Sicherheit kein anderer von euch da draußen vom S65. Deswegen das halt super interessant. Ne? Das bedeutet aber auch, dass der Kabelbaum anders ist. Ja. Na? Und deswegen wird es auch interessant, wie es gleich darunter aussieht. Ob die Ölpumpe oder die grundsätzliche Versorgung auch identisch ist mit der Serie oder ob die hier auch wieder was anderes gemacht haben. Ja. Das Geile ist halt auch, du hast hier Kupplung und Schwung. Das hat noch nie betätigt, ne? Siehst halt hier noch den Druck drauf, ne?
Ja. Ist das denn gleich oder siehst du auch schon Unterschiede? Nee, das müssen wir tatsächlich mal gucken. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Kupplung und Schwung identisch sein werden. Wobei hier sieht man eigentlich direkt, dass das V anders ist. Zumindest von der Oberfläche. Ja. Ich meine, wenn wir gleich zerlegt haben, gucken wir uns die Motoren wirklich auch mal ganz in Ruhe an, vergleichen beide Blöcke. Weil das wird für uns nachher ausschlaggebend sein, ob wir verwenden können oder nicht. Weil ich habe für den Motor bezahlt, im Einkauf mache ich 6 Riesen. Geht, wenn du Block und Welle verwenden kannst. Wenn du es nicht verwenden kannst, ist das für die Katz alles. Du kannst daraus noch maximal einen Tisch bauen. Wird ein schöner Tisch, aber... Ja. Also von außen sah es gut aus, aber ich glaube, je mehr wir frei bauen, desto mehr Unterschiede werden wir sehen. Und das ist ja Baustand, was haben wir gesagt, 2005, ne? Ja. Ende 2005, der Motor. Ich meine, die kamen ja auch mit mir viel später. Ja. Ich meine, 2007, ne? 2007 kamen die. Siehst du ja auch schön auf dem Schwingungsdämpfer. 18.10.05, Produktion. Man sieht das hier auch so ein bisschen schon. Die Oberflächen sind anders. Siehst du, das ist verhältnismäßig glatt. Und wenn du hier rüber kommst zu dem Serienblock nachher, dann seht ihr hier eigentlich sehr, sehr schön, dass das nachher anders vom Muster her ist. Was man hier auch sehr gut sieht, dass Backplate und Block unterschiedliche Farben haben. Hat der da hinten nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du so eine Ölwanne irgendwem, der wirklich sehr viel auf dem Track fährt, sogar verkaufen kannst mit den Pumpen. Oder? Ja, auch, ja. Posten jetzt mal bei Instagram und gucken mal, ob da irgendeiner Bock drauf hat. Oder ob irgendwelche Fragen kommen. Sieht schon ein bisschen anders aus, ey. Wir holen uns gleich noch den Mirko dazu. Da ist er doch! Guck mal, Warnhauseinheit ohne Abdeckung. Ja, ich hab schon gesehen eben. Hier auch dicker. Ja? Mhm. Andere Wickelfeder. Hier das Scheibchen ist dicker. Mhm. Der Deckel. Auch eine Oberfläche, ganz anders, ne? Mhm. Ja. Ich hab jetzt gerade mal vorgeguckt, die hier passen. Alles okay, ey. Aber Kanten und so, ne? Alles ein bisschen anders, ja, ne? Ja, ja, ja. Brustform auf jeden Fall anders. Der könnte auch anders sein hier, oder? Der Kanal, Wasserkanal. Meinst du? Könnte, also dieses Loch hier hat der normal nicht. Na doch, das Loch ist klar. Okay. Ja, schärfere Kanten. Aber gut, der ist zum Glück auch da, ey. Ja, ja. Das ist Masse, oder? Nee. Nee, da läuft das Kabel her. Das Kabel ist einfach nur zum Fixieren. Ja. Okay. Nicht relevant. Auch schon interessant, ne? 2005er Motor. Aber wann kam die? Ab 7? Ja. Meinst du, man könnte so eine Ölwanne irgendwann verkaufen mit den Dingern und nur anders irgendwie? Also, ich würde fast behaupten, das ist mehr wert als ein Serienteil. Meinst du? Ja. Aber das ist wahrscheinlich genauso wie bei dem V10, dass er aus dem Kopf absaut, ne? Ja, ja, denke schon. Wofür sollen die das gemacht haben? Ja, oder, ja. Du hast im Sumpf nochmal eine Zirkulation. Man müsste jetzt die Ölwanne nochmal. Ja, ja, wir machen gleich mal ab. Ja. Aber ist witzig, ne? Weil aus dem Kopf absaugen kann er ja nicht, weil er nicht wie der V10 diese. Die Kanäle dafür hat. Ja, guck mal, der sitzt ja aber hier in dem Kanal. Hier, die Pumpe. 100%ig, ja. Der hier. Ja, schön. Und das geht hier direkt hoch, siehst du? Meinst du bei Kleinanzeigen reinknallen, das Ding, ey? Nur die Kanal hat der Block nicht, ne? Nee. Das ist schon anders. Das andere Block. Hier siehst du noch die Fläche, wo die Pumpe anliegt. Aber hier geht kein Kanal hoch. Das macht ja nicht wertlos, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann beim Kunden verbauen würde. Soll ich wieder warten, bis einer mit Motorschaden reinkommt? Zum Verkaufen. Ja, lässt sich umstreiten, ne? Ob der Block dadurch weniger wert ist. Weil es halt, ob du durch eine andere, durch eine Serienölwanne das einfach abdecken kannst. Aber das muss ja zurücklaufen eigentlich.
Wir gucken gleich mal. Also ich denke, hier werden sich noch einige Überraschungen ergeben. Ja. Sind die Peitsche abgefahren? Was sind die? Ölpeitsche abgefahren. Sieht ein bisschen aus, ne? Kann sein, ne? Boah, das wär's ja gleich. Wir zerlegen den. Und am Ende können wir den nicht verwenden, ey. Weil der V10, den wir eingekauft haben, der ist definitiv komplett, komplett anders, ey. Auf den Bildern sieht das immer alles so schön aus. Dann denkst du, ja, 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 passt, passt. Hast am Ende Geld so rausgeschmissen, ey, und kannst das nicht mehr benutzen, ey. Hundertprozentig die gleiche Punkte wie beim V10 auch. Komm, reiß runter das Ding, ey. Die Welle sieht komisch aus. Guck mal, wie dunkel die ist. Die sieht eher aus wie eine S54-Welle. Ja. Ja, vom Herzen habt ihr diese unterschiedlichen Farben drin. Echt mal gespannt, ey. Sieht eigentlich gleich aus, ne? Ja, ist nur ein bisschen anders. Gehalt, das ist gut. Obwohl, ne. Ja, das Zeug sitzt schon. Ja. Wie lange? 19 Jahre jetzt davon. Überleg mal. 19 Jahre ist der Motor alt. Ja. Wahnsinn. Also damals war das schon High-End-Shit hier. Ist es immer noch? Ja, ja. Das ist was Geileres. Sind aber auch echt schöne Motoren, das muss man wirklich so sagen. Ey. Deswegen halt umso schlimmer, dass sowas hier dann bei 50.000 Kilometern kaputt geht. Ey. Das sind eigentlich Motoren, die darfst du nicht immer mal wieder am Wochenende fahren. Diejenigen, denen du die ganze Zeit voll auf die Fresse gibst, ja, und denen du alles abverlangst, die Motoren halten komischerweise. Die du sehr schonend behandelst, gehen dir frühzeitig kaputt. Irgendwas von Datum drauf? Ne, nee, das ist weiter unten. Weißt du, was eigentlich Sache ist? Normalerweise darfst du... Boah, das ist eine rechtliche Beurteilung eigentlich am Ende. Ob man überhaupt Vorserienmaterial dem Kunden verkaufen darf. Also verbauen bei einer Überholung, verstehst du? Machen wir die Köpfe jetzt erstmal ab, oder was? Ja. Aber meinst du wegen BMW verklagt uns schon wieder oder wegen nein, Straßenverkehrsordnung? Nein, zugelassen ist? Nein, gar nicht. Sondern eher in puncto Haltbarkeit. Du weißt ja nicht, wie weit waren die da. Ja. Mhm. Nur wenn was kaputt geht und es kommt nachher ein Gutachter oder wie auch immer und er sieht, ey, auf der Kurbelwelle ist keine Teilenummer. Warum? Zum Beispiel. Ne? Und dann sagst du irgendwann, ja, war Vorserie. Dann sagt er, ja, natürlich war Vorserie, deswegen ist er kaputt gegangen. So. Also ich finde das schwierig. Wenn wir Teilenummern finden, gerade dann weißt du eigentlich auch schon, dass das schon sehr, sehr nah an der Serie war, weil die schon Teilenummern vergeben haben. Ja? Mhm. Oftmals findest du die gar nicht im ETK, aber ja. Man muss sich das alles ganz, ganz, ganz in Ruhe angucken. Und dann entscheiden, machen oder nicht machen. Wir machen das ja alles auch eigentlich nur jetzt mit dem Motor. Und ich habe die eigentlich auch vor dem Hintergrund zugekauft, dass wenn die Dinger auch nicht passen, dass du nachher immer noch sagen kannst, ey, wir machen das dann für die Zuschauer, weißt du, dann hast du sowas. Und du siehst eigentlich einen Entwicklungsstand bei dem Motor, den du kennst. Also ein Entwicklungsstand, der im Grunde so nie auf die Straße gekommen ist. Um dann einfach auch abzuleiten, ey, was haben die sich damals in der Entwicklung bei dem Motor gedacht? Was ist anders? Ja. Ja, und warum ist es anders? So. Und das finde ich immer super interessant, weil du kriegst ja solche Infos eigentlich ja, also fast unmöglich, finde ich, zu bekommen. Deswegen siehst du es eigentlich dann, wenn du sowas zerlegst. So. Ja.
Guck mal, was hier so drauf steht. Das ist 85 B50. Ach krass. Aber sind die gleichen Kolben, gleichen Pleuel. So. Das sieht sich nicht. Anders bearbeitet, kann das sein? Findest du? Eigentlich nicht. Nee. Nee. Aber ist schon schön gemacht, ne? Wenn du siehst, dass sie wirklich dann die Köpfe dann im Brennraum dann mit einer CNC-Maschine, wie schön die das einfach machen. Das ist wahrscheinlich das ist ein Drucksensor. Wahrscheinlich. Das ist eine Gewinde für einen Drucksensor. Ja. Für den Prüfstand später. Oder Temperatursensor. Kannst du hier rausdrehen. Vorsicht nicht, dass sie die Schlüssel rauskriegen. So, ja. Die kann man ja nehmen. Ja. Aber die Oberflächen sind auf jeden Fall anders. Anders bearbeitet. Ja. Hat sich noch einer aufgeschrieben, ey. Welche Kolben, welcher Zylinder? Bank 1, Bank 2. Weißt du, was auf den Kolben steht? S85. Irgendwelche neuen Erkenntnisse? Bis jetzt noch nicht. Wir wollen das nachher mal schön nebeneinander legen und dann gucken, weil so renne ich die ganze Zeit hin, läuft wieder zurück. Die Welle sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Ja. Das ist wie eine S54-Welle, so dunkel und bunt. Nitriert, ja. Aber weißt du, was auch interessant ist zu sehen jetzt bei dem Block? Du hast hier drin, das wirst du nicht sehen, ich meine das jetzt zu Martin. Du hast von der Bearbeitung, hast du einen ganz leichten Kreuzschliff hier drin. Ja. Von der Hohnmaschine, bevor die Alusil machen. Ähnlich wie wir das bei uns auch manchmal sehen. Genau. Und deswegen schön zu sehen, dass das in der Serie hier bei dem neuen Block sehr ähnlich ist. Ich weiß nicht, ob du was drauf kriegst. Hier so. Wenn das Licht ein bisschen reflektiert, sieht man das ein bisschen. Weil man meint ja sonst immer, dass so eine Alusil-Laufbahn komplett glatt ist. Ist aber nicht so. Weil wenn du in die Vorbearbeitung gehst, vor dem letzten Schritt, also ätzen oder dann freilegen, ne, mit dem KS-Stein, du siehst trotzdem ganz leicht an einigen Stellen immer noch den Rollschliff. Ist aber auch nichts Schlimmes. Nein. Und wir haben das jetzt mit dem, als der Rainer, ja, ich kam auf den Namen, Entschuldigung, Rainer, hier war, haben wir auch wirklich dann mit einer 200-fachen Vergrößerung nach dem Freilegen und vor dem Freilegen und auch einen originalen Serienblock mit dem Mikroskop oder mit der Vergrößerung uns angeguckt. Und dann siehst du nämlich ganz, ganz kleine. Ja, das ist fast wie so Pickelchen, ja. in der Oberfläche, kleine schwarze Flecken und das ist letztendlich das Silizium, was in dem Aluminium drin ist. Und siehst du, so sieht das Serie aus. Ne? Also es ist nicht matt, sondern glänzt schon ein bisschen. Und wir gehen jetzt mal an den S62-Block, den der Martin gestern fertig gemacht hat. Und da sieht man auch sehr gut, dass bei der Bearbeitung, die wir jetzt machen, mit den Steinen von KS, also extra für die Alusilbearbeitung, sieht das nach der Bearbeitung nämlich sehr ähnlich aus. Komm mal doch mit. Siehst du, der Block hier ist jetzt fertig. Gut, da sind jetzt ein paar Wasserflecken vom Waschen dran, siehst du, aber es glänzt jetzt auch. Und wir haben auch beide Verfahren, einmal das Ätzen und einmal das Freilegen mit dem Stein. Nachher auch durch die Vergrößerung uns angeschaut, um einfach zu schauen, wie ist die Anordnung. Weißt du vielleicht, weil es kann sein, dass wenn du einen stumpfen Stein beim Hohnen schon nimmst, dass du diese Siliziumbestandteile rausbrichst, weißt du? Mhm. Und dann ist das nicht schön. Ohne Paste? Bitte? Das ist dann ohne Paste? Das ist ohne Paste, das ist mit einem Stein. Wie sieht das aus? Ja, komm, können wir gucken. Schön, dass du fragst. Wir haben uns jetzt ein Rauigkeitsmessgerät zugelegt, dann dieses kleine Mikroskop, um einfach auch nach Bearbeitungsschritte nochmal kontrollieren zu können. Ja. Ne? Damit du gerade Rauigkeiten bei einem Gussblock oder bei einem Stahlliner nachher wunderbar nochmal kontrollieren kannst. Kannst jetzt aufschreiben und wenn du nachher einen Kunden hast, der sagt, ey, ich habe Ölverbrauch, dann kannst du ganz genau sagen, ey, pass auf, ich hatte diese Rauigkeit im Zylinder, Hohnbild super. Die Werte passen, das heißt, es kann nicht an dem Zylinder liegen. So sieht das nachher aus. Das ist eine ganz, ganz poröse Leiste. Die muss man aber auch schon wieder sauber machen.
kann man auch abtragen, sauber machen und damit machst du es am Ende so glänzend. Meint man nicht, aber das funktioniert tatsächlich. Aber das ist hart. Ja. Hier, wenn das irgendeiner mal sehen will, ist die Silizium-Freilegleiste. Das ist die Teilenummer dazu. Eine ganz interessante Geschichte. Und wir haben das wirklich verglichen, ätzen und das hier, wie die Struktur am Ende aussieht. Und es passt. Da haben wir uns extra sehr viel Zeit für genommen, weil du kannst nicht plötzlich einen Bearbeitungsschritt umstellen, ohne ihn zu kontrollieren. Und nachher hast du plötzlich Probleme oder Probleme, die du so nicht kanntest. Ja? Ja. Und du weißt nicht woher, wenn du es nicht vorher kontrollierst und nicht wirklich vergleichst. Ich meine, das mit dem Ätzen, das ist schon ein ziemlich altes Verfahren. Die Steine sind von KS eigentlich verhältnismäßig neu. Ich meine, gibt es jetzt 4, 5, 6 Jahre sowas. So. Wir hatten ja letztes Video, haben wir uns ja über das Auto hier unterhalten, was aus Bielefeld gekommen ist und wo viel gefehlt hat. Weißt du, was die auch noch geklaut haben? Die Batterie. Natürlich. Ohne Scheiß, ey. Aber Cut war drin. Cut war drin. Jetzt braucht man eigentlich sehr, sehr gut hier jetzt hätte zeigen können. Kann uns ja hier eigentlich ziemlich egal sein. Was passiert, wenn du die Nockenwelle nicht gleichmäßig und langsam löst, sondern hier einfach ganz wild anfängst, dann macht die nämlich einfach Pop, weil das eine Gusswelle ist und dann ist sie durch. Sollen wir es mal ausprobieren? Ob wir es provozieren können für euch. Aber die ist wirklich anders. Also ich denke, die ist so stabil bei dem. Ja, die ist auch sehr kurz. Ne? Ja, das auch. Wenn du eine lange Sechszylinderwelle hast, ja, dann kann das schon mal passieren. Ey. Nee, glaube ich nicht. Oh, ich dachte, es gibt jetzt so ein schönes Aha-Erlebnis. Schade. Ich meine, selbst wenn es jetzt nicht bricht, ne? Ich würde das auch nicht provozieren, weil ihr haut euch nämlich danach eine Kante rein in die Lagerstelle. Ja. Das heißt, ihr knallt nicht, ihr drückt euch da eine Kante rein. Ja. Und deswegen immer bei hohlen Nockenwellen, ey, kein Problem. Besser trotzdem nicht machen, ja? Aber bei solchen Gusswellen, gerade beim Lösen und beim Einsetzen und Anziehen, ey, super, super vorsichtig sein. Je länger die Welle, desto höher ist das Risiko, dass es euch durchbricht. Ja, du hast halt hier auch noch Hydros, ne? Richtige Hydrostöße. Wenn du jetzt einen starken Ventiltrieb hast, wie beim S54, da hast du ja richtig Druck drauf. Ja, wenn du die Welle anziehst, hast du richtig Spannung drauf. Ne? Hier kann man eigentlich sehr, sehr gut sehen, wie man die Zylinder korrekt zählt. Ne? Ja. Im Grunde, wenn ihr vor dem Motor steht, also die meisten wissen das da draußen. Wenn ihr vor dem Motor steht, linke Hand, erste Bank. Und dann gehst du von vorne nach hinten durch. 1, 2, 3, 4. Das hier ist Band 2. Dann habt ihr 5, 6, 7, 8. Nicht, dass da wieder Kommentare kommen. Immer, das weiß doch jedes Kind. Ja. Das weiß manchmal nicht jedes Kind. Kleine Anekdote am Rande. Aber weißt du was? Ich glaube sogar, ich habe mir den anderen Block angeguckt. Der ist hier vorne, ist die Bedplate zu. Ja. Na, da kommt sowieso nichts runter. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du den Block nachher, wenn alles andere, alle Aufnahmepunkte da sind, dass du hier einfach dann die originale Serienölwanne draufsetzen kannst und es passt. Ja. Oder du machst hier vielleicht, um es nochmal, weil es, ich könnte mir vorstellen, je nachdem wie die Ölwanddichtung nachher ist. Hast du die? Die halt ja, von dem. Aber ich glaube, dass die neue nachher auch eine Öffnung hat. Und wenn der dann vernünftig abdichtet hier, dann glaube ich, kannst du den Block nehmen. So, jetzt wird es interessant, jetzt machen wir die Bedplate ab. Nee. Pass auf, dass hier die Lager nicht rausfliegen. Die ganz leichten Spuren hier habt ihr vom Durchdrehen. Das ist aber nicht wild. Na witzig, noch nie so eine Farbe auf der S65-Welle gesehen. Hier ist eine Teilenummer auf der Welle drauf, ey. Gucken wir mal. Fragen wir mal Google.
ob es die Nummer gibt. 49. Hundertprozentig nicht. Fußmatten. Ja. Lagerdeckel auch am besten. Wenn ihr sowas mal ausbaut und wascht, schraubt die immer zusammen. Weil gerade an gecrackten Stellen, selbst wenn da eine kleine Beschädigung nachher dran kommt, dann habt ihr keine perfekte Passung mehr. Ey. Denkt immer zusammenschrauben den Biss. Aber ich glaube, Welle können wir problemlos verwenden. Hey, haben wir das eigentlich mal gezeigt in dem Video, wie wir so ein Pleuel, was noch nicht gecrackt ist, wie einfach man die cracken kann? Nee. Nein? Ich habe es noch nie gesehen. Dann wäre es ja in einem Video gewesen. Das zeige ich euch jetzt. Das ist super interessant. Dem Rainer hat mir das gezeigt, ne? Ich habe nämlich irgendwie mal 150 neue N54 Pleuel gekauft. Wenn irgendeiner welche braucht, könnt ihr euch gerne melden. So, mit. Gucken mal, wo die Dinger liegen. Wir brauchen einen Schraubstock dafür. Ach so, siehst du hier. Umgestiegen von Motul auf Rowe, ey. Motul konnte kein 10W60 mehr in 60 Litern Gebinden liefern. Die wollten uns dann wirklich ein Literskanister hier hinstellen für einen Ölwechsel. Also wir machen das jetzt nur für euch, ich spanne das jetzt ohne irgendeinen Schutz ein. Ich schmeiß das Ding gleich auch weg, ist kein Problem. Die waren im Einkauf sehr günstig. Na, ihr seht, ganz. Wahnsinn, ne? Ach Quatsch. Willst du selber auch mal? Hä, hey, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber sind die irgendwie, haben die so eine Sollbruchstelle ja, oder sowas? Ja, muss ja. Siehst du? Aber wie? Also sieht man ja nicht die Sollbruchstelle. Doch, die sind hier ganz leicht aufgeschnitten. Minimal. Und das reicht. Also Wahnsinn, ne? Hätte ich nicht gedacht, hier brauchst du einen Hammer oder so. Da guckst du blöd, ne? Und ihr habt jetzt gemerkt, wie laut das da drin ist. Das ist schon geil. Ne? Überleg mal, wie lange wir damit so gefilmt haben. So gelohnt. Na? Damit ihr auch seht, wenn ich sowas ohne Schutz. Wenn ich es einfach blank einspanne, ja, verbrauche ich das Zeug nachher nicht mehr. Weil dann, beim Pleuel muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Hast du gesehen? Ganz leicht, einfach nur. Fassbar, wie leicht die dagegen. Hast du auch schon mal so einen Pleuel gecrackt? Ja. Wahnsinn, wie wenig Power du brauchst, ne? Ja. Verrückt. Ich würde gleich eigentlich gerne noch auch die Wellen vergleichen. Also Bohrung und sowas? Nö, das nicht, aber die Wangen. Die Wangen an sich. Aber da siehst du eigentlich auch sehr, sehr schön bei den Hauptlagern hier, wie der tatsächlich schmiert. Ich nehme mal eins raus, hier. Ihr habt hier im Grunde so eine Galerie, ne? Hier kommt das Öl raus. Aber ich kenne das von Hauptlagern eigentlich so nicht. Oder haben die wirklich dann drei Öffnungen? Nee, der 50W hat das. Ansonsten wirklich nur eine. Na, und ihr seht das hier, dass der dann hier in das Hauptlager an drei Stellen im Grunde das Ölpolster aufbaut. Sind die Serienlager auch so? Die sind auch so, aber die sind komisch grau irgendwie. Wie so ACL Racing oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Weißt du auch von der Original BMW? Ja, hab ich gesehen. Mirko! Also bist du sicher, dass die originalen Hauptlager genauso sind? Ich kann eben welche. Hol mal bitte welche. Wie viele Ölbohrungen haben die originalen Hauptlager? Im Hauptlager? Im Hauptlager, ich glaube zwei. Ne, genauso. Doch, drei. War komisch, ne? So eine dunkle Farbe. Das ist Serie, was bei dir drin war? Ja.
Krass, ne? Das erste Hauptlager komplett kaputt gegangen und die anderen sehen noch so gut aus. Hinten auch, oder? Nee. Ja, das ist ein bisschen. In der Mitte sieht der immer gut aus, eigentlich. Ein bisschen, aber auch nicht. Okay, gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Aber eigentlich cool gemacht, ne? Du hast eine Galerie hinter dem Lager. Und dann drei Öffnungen tatsächlich, wo das Öl durchknallt. Ja, das verteilt ja, ne? Super schön, ey. Ja. Ja, verkaufen wir den jetzt als Motorsportblock oder? Also guck mal, wenn wir dich jetzt schon mal dabei haben, lass uns doch mal eben ganz schnell vergleichen. Ich meine, du bist ja S65 durch und durch. Ich glaube, dich kann man nachts um drei kann man dich wecken, einmal kurz durchgekämpft und dann macht er dir so ein Ding. Fass noch einen Halbschlag zusammen, ey. Kannst du vielleicht den Tisch besorgen, dass wir die auf ein ähnlich hohes Niveau kriegen? Weißt du, was wir einfach machen? Wir brauchen den Motor, den Tisch zu lassen. Wir wollen die 30 ein. Das kann eine völlig Latte sein und wir nehmen sein. In meinen Augen sehe ich bisher nur Upgrades. Müssen wir immer so verkaufen. Ich hätte ihn genommen. Tim, Upgrade. Alles Upgrade. Wie sah die Ölwanne denn aus von innen? Guck mal, die Bettplate ist im Grunde ja ähnlich wie da hinten. Ja, fehlen nur Löcher, ne? In der Bettplate. Der Witz ist, du meinst die Ölwanddichtung hinter dir. Kanal, kannst du hier die Bettplate bitte auch gerade drauflegen? Und der Witz ist auch, dass wenn du hier reinguckst, dass die Bohrungen hier vorne, die aus dem Kopf kommen, durch den Block. Mhm. Na, hier hast du sehr, sehr große, aber die wenn du da reinguckst, die Bohrung ist im Grunde sehr, sehr klein für den Rücklauf. Siehst du? Weil ich hatte mir eigentlich Sorgen gemacht, dass wenn du die Bedplate hier verwendest und du siehst, der hat zwei kleine nebeneinander, ja, statt große wie der andere. Aber dadurch, dass diese große Bohrung unten sowieso nur sehr, sehr auf eine sehr kleine trifft, könntest du die hier im Grunde auch weglassen und es wird trotzdem runterlaufen. Durchmesser ist im Endeffekt der gleiche, ne? Ja. Durchsatz. Und ihr seht tatsächlich, dass die Dichtungen, die jetzt kommen, genau für die zwei Löcher aus dem Vorserienmotor sogar passen. Das ist verrückt. Ist sonst irgendwas? Also auf der Seite ist das zumindest von den Aufnahmen her gleich. Dann haben wir hier die drei Abdeckungen für Steuerkette, für die Schienen, ne? Weißt du, was mich jetzt mal interessieren würde? Was denn? Die Lagerbolzen. Die hatten doch, weißt du noch, beim Pierre, der hatte auch so einen frühen Motor. Die Lagerbolzen? Ja, da waren die Lagerbolzen anders. Was meinst du damit genau? Die von den Kettenschienen. Ja, die haben wir noch nicht rausgeholt. Kannst du es eben machen? Ja. Die hat einen anderen Durchmesser. Ich glaube, der mittlere war das. Auf jeden Fall die Ölgeführten, die beiden. Okay. Aber der hat damals auch, ne? Der hatte den ganz, ganz, ganz früher, weil ich weiß auch, wo der die her hat. Und der Holländer hat noch einige davon liegen. Ich war nämlich mal da, aber der kifft sich so die Birne weg und nimmt irgendwas ganz Komisches. Wahrscheinlich auch der Cookie Dent oder sowas. Und der ist so unzuverlässig, dass du da einfach nichts kriegst. Bei dem habe ich mal eine Welle bestellt. Und weißt du, wann er die angeliefert hat? 4 Uhr morgens hat er bei mir zu Hause geklingelt. Ohne Witz. Ohne Ankündigung. Die sind auch ein bisschen anders hier, glaube ich, oder? Ja. Das so? Ja, die sind ein bisschen größer hier. Ja, die sind ein bisschen größer. Ablassschrauben. Aber ansonsten, von den Seiten her, glaube ich, sieht das eigentlich ganz gut aus. Würdest du dir so einen Block einbauen, wenn die Aufnahmepunkte alle passen? Ja. Ja, ne? Wie gesagt, ich glaube, ich sehe erstmal nur Upgrades. Guck mal hier. Ich finde das mit den Pumpen gar nicht verkehrt. Oh, sorry. Du musst halt nur eine Steuerung haben. Okay, hier ist nochmal ganz anders. Ja. Was ist denn anders? Ja, hier ist über einen Sprengring gesichert. Über einen Sägering. Ja. Gut, aber könnte man ja trotzdem so wieder einsetzen. Ja, natürlich. Muss man nur gucken, was die O-Ringe sagen vom Durchmesser, ob das oder ob die noch in Ordnung sind. Der ist aber gleich. Oder? Ja, müsst ihr jetzt vergleichen, so sehe ich das nicht. Die hat einen ganz leicht anderen Durchmesser.
Das waren nur Millimeter oder so. Ja, der. Der ist das. Der ist hier ganz anders. Der ist geschraubt, bei dem ist er einfach gesteckt. Ja, und deswegen hast du hier noch einen O-Ring und da nicht. Bei dem beim Pierre, da war hier vorne der O-Ring, hat einen anderen Durchmesser. Also hier ist nochmal eine ganz andere Stufe vorher. Ja. Oh, hier auch anders, ne? Ja. Minimal anders einfach, aber gut. Deckel sieht gut aus, ne? Mhm, nehme ich. Aber guck mal hier, so komische Häkchen dran, ne? Ach nee, da tropft wahrscheinlich da runter, oder? Von der Kuppelhäuse sind. Achso, ja, das ist so ein. Ist das Serie genauso? Abschneider. Nee. Oh, das haben die als Abschneider. Bei irgendeinem Motor habe ich das schon mal gesehen, bei den Eltern. Ja, hast du auch schon mal gesehen, sowas. Bei Eltern, nicht beim S65. Ach so. Und das kommt dann hier. Zack, schaltet er ab, dann tropft das Öl da runter und dann. Aber eigentlich auch komisch, dass sie da so Häkchen reinmachen, weil das kann eigentlich auch am Deckel runterlaufen einfach. Ja, ist wie so ein Siphon-Prinzip, dass nichts rückwärts reinkommt. Komisch, ey. Also man sieht hier und da tatsächlich ein paar Unterschiede. Ich meine, von der Grundfunktion ist es wirklich nur die eine Rücklaufbohrung, ne? Im Block meinst du? Für die Absaugpumpen. Ja. Ja. Siehst du an den Ölpumpen irgendwas? Ja. Das Kettenrad ist anders. Ne? Der hier, der Antrieb. Ja, das ist richtig massiv. War das sonst auch mal gerade verzahnt oder schräg bei dem? Ne, gerade. Klar, muss ja vorne auf der Welle laufen. Aber ansonsten ist sie eigentlich gleich. Klar, dass wir so ein paar Ecken, die irgendwie anders gegossen sind, aber. Du meinst von der Oberfläche? Ja, genau. Ich meine hier diese Kontur. Ja, ja, sowas. Das kann sein, so Gusskanten. Aber bohrungstechnisch und. Gut, du weißt nicht, man müsste die mal zerlegen, ob die ein anderes Fördervolumen haben, ne? Vom Rotor her. Dass etwas größeres Pumpenrad drin haben oder so. Gut, aber die Warnung kannst du ja keinem andrehen, ne? Haben wir eigentlich auch genug von, haben wir nicht nötig. Ja, ja. Ich würde es jetzt nicht wegschmeißen, aber also ich finde es interessant. Ich würde auf jeden Fall mal eins zerlegen. Willst du eine aufmachen? Auf jeden Fall. Okay. Thermostatgehäuse sieht aber anders aus. Ja. Na, das ist anders. Ölfiltergehäuse auch. Funktion auch wieder gleich, aber Ölfiltergehäuse ist gleich. Der sieht ein bisschen anders aus, aber das kann auch täuschen, weil die Oberfläche glänzt an der Stelle. Das ist nur der Lauchhalter. Ja gut, Kolbenpleu legen wir uns einfach weg. Hast neue Kolben, neue Ringe drauf. Ja. Wenn du dann überlegst, wenn du mal 8 neue Kolben kaufen musst, ne, dann bist du schon ganz schnell bei 8x250, 1600, 1700, 1800 Euro. Mir geht es jetzt einfach nur darum, für mein Gewissen, dass der Einkauf nicht komplett für die Katze war. Nein. Guck mal, du hast eigentlich neue Ventildeckel, die du verkaufen kannst. Wobei ich da auf der anderen Seite auch gerne noch gucken würde, ob die. Du legst ja auch zum Teil Kabel drüber, da sind ja Führungen drin. Ja, alles gleich. Ja, ob die tatsächlich gleich sind. Kabelbaum sieht ja doch ein bisschen anders aus hier und da. Ja, so. Ist auch so. Ja. Ja. Jetzt nur noch Welle, abschließend. Na, es soll nicht ganz so langweilig sein für euch, aber es ist halt für uns jetzt auch komplettes Neuland. Der S65 Vorserienmotor ist für uns alle Neuland. Halt mit einer interessanten Geschichte, um einfach zu gucken, hey, wie haben die konstruiert und wie ist es am Ende geworden. Mhm. Ja? Und ich glaube auch, dass bei den Absaugpumpen, dass sich das bei dem Motor gar nicht so stark auswirkt, weil die springen ja auch erst sehr, sehr spät an. Und die haben sich dann einfach gedacht, ja du, das ist zu aufwendig, braucht man nicht, raus damit. Das ist nichts Negatives, das macht den Motor eher besser, aber die haben wahrscheinlich irgendwann einfach entschieden in der Entwicklung, wir brauchen das nicht, wir nehmen das raus. Das passt auch so. Man hat es ja vom S85 zum S65 einfach weiterentwickelt und da gehört halt auch Einsparen zu. Wobei ich aber auch glaube, dass der S85 das aber auch braucht. Na, du hast erstmal ein größeres Gehäuse, du hast längere Köpfe, hast eine größere Wanne. Weil die haben das ja bis zum Ende auch so weitergemacht. Ja, ich denke, das hängt vom Anspruch ab, ne? Das ist immer die Frage. Gibt wahrscheinlich S85 da draußen, da ist die Pumpe noch nie angesprochen. Ich habe mit dem Martin eben ganz kurz dazu gesprochen, mit dem Tam.
Dann habe ich ihm die Ölwanne geschickt, als wir zerlegt haben. Ja. Er sagt, du kannst dir komplett sparen, die fangen sowieso erst auf 1G an zu springen. So, ja. Kurbelwelle. Wo ist die Welle? Ja. Ich versuche die jetzt mal ähnlich hinzulegen. Also hier das schon mal länger. Genau. Was sagt ihr? Größere Phase hinten dran zum Schwungrad. Das hier? Ja. Mhm. Ich meine, da war ja auch ein Schaltgetriebe. Diese Kupplung mit Schwungrad drauf. Das ist auch immer ein Pilotenlager. Ja, bei Welle unterscheidet sich normalerweise nicht. Nee, das meine ich ja. Mir ging es halt auch um die Anordnung der Wangen. Ja. Aber das sieht an sich gleich aus. Ja, die ist ein bisschen höher als die. Die zwei sind versetzt. Passt eigentlich auch. Bohrungen sitzen anders. Bohrungen sind größer. Ja, das stimmt. Ja. Die sitzen weiter unten. Wir haben die Winkel so ein bisschen angepasst hier drin. Was sind die? Diese Winkel, diese Phasen hier drin. Die das immer hier durch. Da siehst du eigentlich sehr, sehr schön, wie die Bohrung durchgeht. Siehst du? Siehst du, das ist das Licht dahinter? Das müsste hier durchgehen. Es geht direkt ins Hauptlager durch. Das ist einfach mal zum Visualisieren für euch. Meinst du, die sind größer? Kann täuschen. Ich wollte es gerade mal testen. Aber ich meine, ich würde tippen Millimeter, ja. Wenn du ganz genau guckst, der Außendurchmesser ist gleich, wo die Phase anfängt, aber innen. Also du hast weniger Phase, weil das Loch größer ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass sie hier schöner verrundet haben. Wenn du hier drauf guckst, hast du eine ziemlich scharfe Kante. Und hier siehst du es eigentlich sehr schön, wenn das Öl verläuft, dass das deutlich runder ist und du spürst das auch einfach mit dem Finger. Mach mal selber. Ja, ich sehe das. Das ist hier eine richtig scharfe Kante. Also die hier ist von den Ölbohrungen her schöner gearbeitet als die hier. Ja. Interessant. Was mich wundert, dass die wirklich versetzt sind, die Bohrungen, ne? Minimal. Das ist ja eindeutig, ne? Muss ich mal genau gleich hinlegen. So ist oben. Nee, ja doch. Minimal, ne? Ja, ja. Aber auch nur auf dem Knoll. Mit 10 Grad oder so. Ja. Weiß man natürlich jetzt nicht, ne, wie das hier funktioniert. Wie gut die Welle damit funktioniert. Ja, was ändert das denn jetzt? Das ändert quasi den Zeitpunkt. Du hast ja eine unterschiedliche Druckbelastung auf den 360 Grad, die das Pleuel drauf läuft. Das ändert quasi den Zeitpunkt, wann der Öldruck. Ja. Aber der dreht sich ja. Wo das Frischöl kommt. Im Uhrzeigersinn dreht er sich ja. Ja, das spielt. Das heißt, der kommt hier früher. Und hier kommt das Öl später. Ja, ja. Das kann zu früh sein. Das weiß man jetzt nicht. Warum meinst du zu früh? Ja, wenn er zu früh vor der Zündung kommt, dann bringt dir das gar nichts. Also ich weiß nicht, wie sich der Öldruck überhaupt verhält. Vielleicht weiß das jemand daraus. Vielleicht ist irgendwer in der Entwicklung und kann uns sagen, ist der Öldruck auf den 360 Grad gleich oder ist der Öldruck abfallend gegen die Drehrichtung? Weil hier kommt das frische Öl ja ran an die Welle oder ans Lager. Und ist der Öldruck auf der Umdrehung abfallend nach hier hin oder ist er sowieso überall gleich? Also ich glaube, das muss eigentlich gleich sein, weil du brauchst ja im Grunde, weil es ein Gleitlager ist, brauchst du ja ein gleiches Ölpolster. Ja. Ansonsten verschleißt dir das Lager ja dann nach hinten hin deutlich stärker an der Stelle. Ich denke auch, dass es im Idealfall so ist, aber ich glaube, dass es minimal abfällt. Irgendwas werden sie sich ja bei dieser Änderung auch gedacht haben. Interessant auf jeden Fall. Ja. Gut, aber das, da könnte man im Grunde aber mal sprechen mit den Jungs, die Martin zum Beispiel, die Ginotto-Wellen oder die Aero-Wellen, ob da schon mal verglichen worden ist oder ob in der Konstruktion darauf geachtet worden ist, dass man die Ölbohrung exakt an die gleiche Stelle setzt. Ja, die Frage ist, woran haben sie sich orientiert? Haben sie selber irgendeine Forschung betrieben? Wo setzt man die Ölbohrung? Ja, ja, ja. Oder haben sie einfach gesagt, okay, wir machen es wie in der Serie, das funktioniert und haben nicht weiter darüber nachgedacht? Oh. Ja. Auch hier nochmal nachgeschweißt. Aber warum sind da Punkte? Ja, weil die auseinanderkommen, oder? Ne, hier ist ein Blech eingesetzt. Guck mal. Da ist nochmal eine Kante hier vorne. Die haben das zugemacht. Das war offen in der Entwicklung. Ach, jo.
Weil das sammelt sich ja letztendlich auch hier, ne? Dann fließt das hier in die Wanne zurück. Die wollten das im Grunde abtrennen. Ich denke mal, das war ein weiterer Versuchsschritt und man wollte die Gussform nicht anpassen. Ne? Ach so, ja. Denke ich mal, dass man irgendwann gesagt hat, okay, wir machen es vielleicht doch mal zu. Weil der Witz ist, alles, was hier reinkommt, geht nach vorne hin. Alles, was seitlich kommt, geht nach hinten ins Reservoir. Die andere Ölwanne, ne? Ja, das wäre halt auch mal ganz kurz noch interessant. Wir haben hier ein paar liegen, ne? Ich würde so eine Welle einbauen bei mir. Ja, ich auch. Ich würde auch den Block verbauen. Also nicht wundern, das ist eine Schrottölwanne. Die hier irgendwo in der Ecke lag. Ja, siehst du. Ja, das haben wir dann später komplett zugemacht in der Gussform, ne? Ja. Ich meine, die Ölwanne ist für uns sowieso unbrauchbar. Ne? Aber witzig, dass dir das aufgefallen ist, dass hier wahrscheinlich mal ein Peilstab dran gehangen hat. Oder eine Vorbereitung für einen Peilstab da war. Vielleicht hat man es auch nur in der Testphase benutzt. Kann sein. Sich nicht auf die elektronische Messung verlassen wollte oder so, keine Ahnung. Oder als Vergleich, ob es funktioniert. So, also unser Resümee. Block, glaube ich, kann man nehmen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich meine, widersprecht mir, wenn ich falsch liege. Block kann man verwenden. Ja. Welle kann man auch verwenden, Kolbenpleuel kann man auch verwenden. Bei den Köpfen würde ich keine Experimente machen. Erstens, weil wir noch genug Köpfe da haben. Ja. Nockenwellen kann man verwenden, Warnhauseinheiten würde ich nicht nehmen. Die neuen Stößelchen und so weiter und so fort kann man machen. Ich würde auch die neuen Ventile aus den Köpfen ausbauen und dann die Köpfe tatsächlich auf den Müll. Ja. Habt ihr denn irgendwelche Unterschiede an Köpfen gesehen? Nicht wirklich, aber man weiß es nicht. Das Problem ist, wir haben in den Köpfen haben wir auf der Rückseite jeweils eine Bohrung pro Kopf für einen Druck- oder Temperatursensor. Hab ich gesehen, ja. Die sind zwar verschlossen, aber das kannst du keinem einbauen. Nee. Na, also sowas, wo Bohrungen dann da sind, die verschlossen sind und all sowas, gerade wenn es direkt in den Brennraum reingeht, auf keinen Fall. Bei der Welle sehe ich kein Problem. Aber ich erkundige mich da nochmal bei den Jungs, die Stroker-Wellen zum Teil fahren, ja, was sie sich dabei gedacht haben mit den Ölbohrungen. Block, denke ich, werden wir auch verwenden. Bei den Ölpumpen müsste man sich das angucken. Wobei, neue Ölpumpen haben wir auch noch. Ja, und dann haben wir, glaube ich, für den Auftrag haben wir einen intakten Block und haben eine Welle, die wir verwenden können. Ja, ruhigen Gewissens. Ja, aber die ist auf jeden Fall nitriert, ne? Ja gut, die sind auch nitriert, aber ich glaube, das Verfahren war da anders, deshalb der Farbunterschied. Sieht eigentlich aus wie eine S54-Welle. Von einer S50-Welle. Ja. Also, dann haben wir erstmal das Thema Vorserienmotor S65 abgeschlossen. Und wir gehen dann gleich, glaube ich, mal zu dem S62 rüber, erzählen euch da noch ein bisschen was zu. Ja, wie war es in den Staaten? Gut. Ey, das ist ein super Einstieg. Ich habe gestern einen Kommentar gelesen, bei uns unter dem neuen Video. Weil ich habe ja gesagt, dass du unterwegs bist und dann meinte einer schon wieder, ja, was haben die alle hier mit den Staaten und so weiter und so fort und kaum ist der Mirko nicht in dem Video dabei, ne, es wird nicht über, du wärst wohl so ein riesen JP-Fanboy. Stimmt ja gar nicht. Aber wir nehmen das mal als Aufhänger und ich muss wirklich mal sagen, nach dem Video, was wir mit Andi gemacht haben, ja, da hast du selber auch mal in die Kommentare reingelesen und da waren echt zum Teil heftige Kommentare dabei. Ich habe auch einige gelöscht. Einige wurden auch von Google bzw. YouTube selbst gelöscht. Einige gar nicht freigegeben. Und ich finde, Leute, ey, gerade jetzt, wenn man jetzt auch das vorletzte Video mit dem Sechser, ja, wo es um die Buchsen ging, da haben wie viele Leute wieder darunter geschrieben, ja, hier kein Wunder, hat der Subi Andi gemacht. Ey, ihr wisst das alle nicht. Keiner weiß, wo wir die Buchsen machen lassen. Ey, aber lasst wirklich die Leute da auch in Ruhe und seid fair. Ja, das Problem ist ja auch das Halbwissen dabei. Ne? Die Leute wissen über nichts Bescheid, aber wollen über alles den Senf dazu abgeben. Ja, ja. Und ich finde das zum Teil auch tricky. Ne? Man könnte sagen, ja, ey, lasst das nicht an euch rankommen. Aber es schickt so viel Herzblut in diesen Videos drin. Ja? Ja. Wir investieren so viel Zeit auch da rein. Es ist nicht so, dass das irgendwie in 10 Minuten abgedreht ist und 5 Minuten geschnitten. Wir brauchen für ein Video eine Woche. Na, du weißt das ja selber, wir machen noch Untertitel darunter, etc.
Ne? Und es ist letztendlich, jo klar, haben wir ein paar Einnahmen über YouTube durch die Werbung, aber das ist, ey, das, ich weiß es nicht. Also sollte man wirklich auch hier und da fair bleiben. Und ihr müsst auch berücksichtigen, ihr greift ja dann die Leute auch persönlich an. Also die Leute hinter der Kamera, wir sind alle Menschen. So, ne? Und deswegen bleibt einfach fair. Deswegen appelliere ich da nochmal an euch und wollte das auch gerne mal gesagt haben, weil auch einige von euch da draußen das auch gefordert haben, dass ich das mal gerade ziehe, weil da auch wirklich extrem gegen Andi gepestet wurde. So. Ja. So, das dazu. Also ich würde sagen, wir machen mit dem, oder sollen wir nochmal die BMW-Geschichte gerade aufgreifen? So. Jetzt steigen wir eben ganz schnell ein. Wir mussten das Video jetzt ein bisschen ändern. Ihr habt auch gemerkt, dass letzte Woche Sonntag nichts da war. Das lag alles an der Geschichte mit BMW. Ich wünschte, ihr hättet den, oder ich wünschte, ihr würdet das sehen, was wir vorher dazu abgedreht haben in der Werkstatt, weil das war echt, da waren wir noch offener, aber das möchte ich nicht. Und soll ja alles sachlich bleiben. So, jetzt kann sich jeder einen Reim drauf machen, was wir gesagt haben. Jedenfalls ist jetzt Folgendes passiert. Wir haben uns geeinigt mit den Anwälten von BMW. Also Fakt ist, unser Logo kommt weg. Wir zwei sind ja jetzt dran und gestalten das ein bisschen um. Höchstwahrscheinlich kommt einfach statt den zwei Strichen eine 2 da rein. Wie sie genau aussieht, das klären wir jetzt gleich noch nach dem Video. Jedenfalls gab es eigentlich ziemlich schnell eine Einigung mit denen. Wonach es hieß, dass wir bis zum Zeitpunkt der Einigung nach hinten gesehen alles behalten können. Also die Videos und so weiter und so fort. Und dann hatte er bei BMW, also der Anwalt dann bei BMW angefragt und die haben dann gesagt, nee, halt, so nicht. Und wir wollen außerdem noch für die letzten 15 Jahre 2-5% von eurem Brutto-Jahresumsatz, nicht Gewinn, Jahresumsatz. Und das wäre weit über 2 Millionen gewesen. Und streiten willst du dich nachher auch nicht mit denen, weil wenn die nachher wirklich recht bekommen, dann ist so eine Geschichte natürlich dann plötzlich im Raum. Und um das ganze Risiko natürlich für uns zu minimieren, weil wir natürlich hier auch 25 Familien haben, die ja auch von der H2 leben, ja, mussten wir letztendlich dann die bittere Pille schlucken, dass wir alle Videos löschen. Die guten werden wir umbearbeiten, weil wir haben natürlich überall auf den Arbeitsklamotten die Logos drauf. So, und das alles zu blurren, ist natürlich echt sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Wenn die jetzt gesagt hätten, ey, mach den Vorspann weg und den Abspann, hätte ich gesagt, jo, kein Problem. Na, hätte man mit YouTube sogar noch wegschneiden können. Ja, ja. Und dann wäre das easy erledigt. So müssen wir jetzt alle Videos löschen. Also nicht wundern, wenn sie irgendwann verschwinden. Die Frist ist der 1.6. Bis dahin laufen die auch alle noch, die alten. Aber wir werden jetzt mit dir zusammen nach und nach schon mal umarbeiten. Wir werden auch die Videos, die nicht so gut gelaufen sind, werden wir auch gar nicht mehr uploaden. Wir werden dann zu den Inhalten, weil wir jetzt natürlich auch vom Dreh, vom Schnitt und so weiter einfach ein bisschen besser sind, werden wir die alten Inhalte, weil wir natürlich hier auch immer wiederkehrende Projekte haben, für euch neu aufarbeiten und mit dem Hintergrund wissen, was wir jetzt noch dazu gewonnen haben, einfach ein bisschen besser verpacken. So. Ganz kurz, ich muss das gerade chronologisch ein bisschen für mich im Kopf ordnen. Ja, jedenfalls hieß es ja, dass wir alles behalten können. Dann haben die gesagt, so nee, ey, läuft nicht. Logo muss überall raus. Wir haben natürlich die ganzen Artikelbilder. Wir haben hier alles in der Firma gebrandet. Die Jungs müssen dann neue Arbeitsklamotten bekommen. Wir müssen ein neues Briefpapier bekommen. Wir müssen das Schild vorne ändern. Und so ein Problem, was ich halt sehe, wenn das Logo irgendwo auftaucht, dann gibt es eine Vertragsstrafe, die nachher ein Gericht festzulegen hat. Das Problem ist natürlich, Google cache die Bilder ja auch bei uns von der Homepage oder aus den Inseraten. Wie sich das damit verhält, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir alles tun, was notwendig ist, um zum 1.6. da jetzt logoseitig komplett unsere Aufgabe erledigt zu haben. Wird natürlich jetzt auch eine Herkulesaufgabe. Weil wir diese Kapazitäten eigentlich gar nicht eingeplant hatten, die wir jetzt aber dafür bereitstellen müssen. Und deswegen, ja, zahlen wir jetzt im Grunde die Anwaltsgebühren, das sind 7,5. Der Frank hat das jetzt für uns was günstiger gemacht. Und ja, ich würde jetzt auch schätzen, dass die Kosten jetzt alles zu ändern, du natürlich Arbeitszeit, der Edgar natürlich Arbeitszeit,
Thomas Marco unten. Ich würde schon sagen, dass es am Ende so Richtung 50.000, 60.000 Euro geht mit der mit den Anwaltsgebühren für BMW. Ich persönlich, ich meine, das ist natürlich unser Logo, einige hatten schon gesagt, ist eine strittige Nummer. Jo, ey. Aber wenn wir 15 Jahre damit unterwegs sind, kann mir keiner erzählen, dass sie es nicht vorher vielleicht schon mal auf dem Schirm hatten. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, mich frustet das so ein bisschen, weil ich war echt sauer auf BMW. Man fühlt sich dann auch so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, weil wir diese Marke halt auch so lieben, irgendwie so ein bisschen verarscht und hintergangen. Na, ich meine, wir versuchen hier BMW als solches ja nicht schlecht zu machen, sondern wir leben das alles ja. Das seht ihr ja in den alten Videos und so weiter und so fort. Und dann hatte ich echt ein paar Tage, da habe ich auch nachts nicht gut geschlafen, weil du natürlich dann dieses Risiko hast mit dem 15 mal die paar Prozent Brutto-Jahresumsatz und auch diese markenrechtlichen Geschichten, die schlagen auch privat durch. Das heißt, du kannst nicht sagen, so, ey, ich mach die Firma platt. Du musst im Grunde die Sorge haben, dass du dir auch dein Zuhause wegnehmen. So, und das ist nicht so cool. Und deswegen haben wir jetzt diesen Weg gewählt. Wir haben lange mit denen verhandelt. Wir haben denen auch unser Logo durchgeschickt, damit sie uns da auch eine Freigabe zu geben. Na, das Logo werden wir dann auch schützen lassen. Und dann haben wir aber zumindest die Geschichte vom Tisch. Und ja, hast du irgendwas nicht verstanden? Ich frage dich jetzt ganz bewusst, weil du vielleicht ähnliche Fragen hast wie unsere Zuschauer. Ja, also was ich erstmal, also während dem Prozess nicht verstanden hatte, war, warum die erst mit dieser entspannten Einigung um die Ecke kommen, mit Anwaltskosten bezahlen, ihr dürft das Logo behalten und dann urplötzlich doch nicht. Kann ich dir nicht sagen, weil unsere Anwälte haben natürlich mit der Klaka, so heißt sie, Rechtsanwaltskanzlei, die das für BMW macht. Und da arbeiten auch wirklich Vollprofis, das muss man wirklich so sagen. Ja, klar, natürlich. Na, und die haben das schon gut aufgesetzt. Eigentlich war der Anwalt von der Klaka, der das im Grunde federführend behandelt hat, eigentlich mit dem ersten Vorschlag d'accord. Er muss das natürlich von BMW absegnen lassen. Okay, das heißt, so, und die, wer auch immer das da ist, who knows, interessiert mich jetzt auch nicht mehr, hat dann gesagt, nö. So, und deswegen gab es einfach ein tierisches Hin und Her und ich war eigentlich glücklich. Ich sag, ey, wir können alles behalten, ne? Wir müssen das Logo jetzt ändern, völlig klar. So, aber das wäre für uns die einfachste Geschichte gewesen, weil ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit das mit diesen Videos ist. Ja. So, und wir haben das Video, bleibt auch mit dem ersten Vorspann. Nee, du änderst das schon. Nee, ich ändere das gerade schon. Ah, okay, das wird das erste Video mit dem neuen Logo sein. Ja, so. Oder noch ohne Logo, falls es noch nicht fertig ist. Ja, genau. Gehe ich eher von aus. Aber ich denke, ja, whatever. So, und ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand von euch das treffen würde, und es hat schon einige getroffen. Also ich habe jetzt in der Zeit immer wieder mal, hat sich einer gemeldet und sagte, hey, bei mir war das auch schon. Ach ja, ich auch. Ja, ach, das habe ich schon längst durch. Ja, ich verstehe, dass sie ihre Marke schützen wollen, ja. So, aber ich schreibe jetzt nicht da hin, dass wir die MGmbH sind oder die BMW AG und wir machen Motoren. So, und streichen uns das alles ein. Naja, whatever. Ich habe das jetzt ein bisschen verdaut, bin da jetzt auch fein mit. Es war einige Tage nicht so. Und gerade auch dieses ganze Hin und Her nach der gütlichen ersten Einigung eigentlich, dann plötzlich so einen Schlag in die Magengrube zu kriegen und dann plötzlich sich Sorgen zu machen, ob du dein Haus noch behältst oder nicht, wenn du verlierst und ob du überhaupt prozessierst oder nicht. Ey, nicht schön. Ne? So, und so sieht es einfach aus. Ihr seid abgeholt, diskutiert das wie immer mit. Es war auf jeden Fall keine schöne Situation, weil die Jungs natürlich auch alle in der Luft hingen und sagten, ey Hermann, was ist da jetzt, was ist da jetzt? Ne? Mhm. Weil wenn BMW da natürlich klagt, dann gut, dann hast du halt ein Problem. Mhm. Ja, so sieht's aus. Also das mal ein kurzes Update da, ja. Noch eine Sache, die Leute können vielleicht mal reinschreiben, welche alten Videos die sie so am geilsten fanden. Hey, geile Idee. Eine Handvoll. Da werde ich mir die Mühe machen und das alles rauszensieren und dann können wir halt einen Re-Upload machen. Es ist dann halt ein frisches Video, aber ist dann halt so, aber es geht um den Content. Ja. Aber könnt ihr mal reinschreiben, so welche alten Videos wirklich das verdient haben. Soll ich das nochmal wiederholen oder meinst du, die haben das kapiert? Ja, wiederholen ruhig nochmal. Aber. So, also schreibt bitte mal rein, welche Videos eure Lieblingsvideos sind. Ja, dann werden wir uns primär darum kümmern. Und was natürlich auch witzig ist einfach, oder wenig witzig, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen telefonieren müssen, ist, dass ja auch Leute hier waren, die mit uns Videos gedreht haben. Ja, so. Habe ich auch schon gedacht, ja.
Und ich nenne jetzt nicht wieder Namen, ja, sonst kommt hier wieder einer an und sagt, ey, Fanboy, Fanboy, Fanboy. Nee, aber so ist es. Ja, also, das haben wir aktuell mit BMW gehabt. Vergleich haben sie angenommen. Anwaltsgebühren überweise ich morgen. Ich habe bis Ende der Woche noch Zeit. Und dann, wie gesagt, zum 1. Juni kommt das Logo. Und nee, bis zum 1.6. müssen wir es erledigt haben. So, also riesen Dankeschön an die BMW AG für diese unnötige Arbeit. Eigentlich habt ihr das so easy mit uns, ey, wir setzen jedes Jahr eine halbe Mio um. Das sind 3 neue 7er Bar bezahlt. Jetzt gucken wir uns noch kurz den S62 an und dann haben wir wie immer ein pickepackevolles Video. Wieder mehr als gedacht, weil wir warten immer eigentlich immer ein ganz, ganz schnelles Video. Komm, ey, wir drehen schnell ab, aber es wird immer mehr. Und deswegen, es ist viel Arbeit, im Nachgang wird es jetzt noch mal mehr Arbeit sein. Und ja, Thema S62 jetzt. Ihr kennt ja dieses Auto noch, ne? Das war der erste E39 5, den wir damals aufwendig gemacht haben. Und das Restaurationsprojekt? Ja, genau. Und der kam jetzt, der war immer wieder mal hier, dann hatte der irgendwie mal Leerlaufsteller, haben wir dann gemacht, also Peanuts. Ne? Und jetzt hatte der Probleme, dass er geruckelt hat. Und das Problem da oben ist einfach, dass er keine Werkstatt findet, die da wirklich dran gehen möchte. Und dann war er bei BMW. BMW hat gesagt, Mechanik. Und dann war das Auto hier, dann haben wir gemacht, Drosselklappensteller und ein bisschen Kleinzeug noch. Ich weiß es nicht mehr genau. Mirko! Ja. Kannst du mir ganz kurz noch bei dem blauen M5 was sagen? Ja. Du warst ja hier dran, ne? Ja. Du hast gemacht Drosselklappensteller? War jetzt eine Woche Reset. Drosselklappenpot, die haben wir getauscht. Danach war der Fehler auch deutlich besser. Haben wir den Kunden gar nicht berechnet. Ja. So. Lambda-Sonde, das Auto hat extrem viel verbraucht. Der Kunde hatte irgendwie, der ist hier hingekommen mit 18,6. Ich hatte den dann einen Tag mit und ich fahre wirklich sportlich und ich habe den nicht mehr über 15 bekommen. Ja. Ne? Dann hat er Probleme mit der Gasannahme gehabt. Immer wieder Zündaussetzer auf Bank 2. Und daraufhin Drosselklappensteller getauscht und die ganze Nummer weg. Hat aber auch ganz schön gedauert. Der Weg dahin war nicht einfach. Und BMW hat auf dem Weg dahin auch 1.200 Euro Teile verkauft. Zündspulen, Kerzen, eine Bank komplett. Hat nichts gebracht. Und die haben am Ende dann gesagt, so, das ist Mechanik. Ja. So, aber die haben auch Kompression gemessen, die war gut. Ja. So, wie schicken den Kunden trotzdem. Schicken den Kunden dann trotzdem zu uns, weil sie sagen, ja, Motor gemacht vor 2,5 Jahren. Mechanik. Mechanik hörst du hier sofort. Ja. Mechanik kannst du auch nachher mit der Kompression und Druckverlust kannst du es sofort sehen. Die haben auch nach wie vor noch behauptet, die Hydroschüssel hätten ein Problem. Der Motor wird klackern. Der hat neue Hydros bekommen damals. Die läuft. Und das Ding klingt super. Ja. Und ich hatte den dann auch noch einen Tag mit und ich finde, der läuft sehr, sehr satt. Ja, ja. Der ist flott. Ja. So. So. Ja, und eine frische Warnos bekommen. Da haben sie auch noch behauptet, die Warnos wäre undicht an der Druckleitung. Nix. Trocken. Ich sehe keine Undichtigkeit. Und das sind halt genauso Geschichten, ey. Es ist super beschissen einfach, weil wir, der Kunde sagt dann natürlich, ey, BMW hat mir gesagt, Mechanik. So, holt das Auto in Hamburg ab. Haben wir gemacht. Der Kunde kann da überhaupt nichts für, weil nein, die setzen den natürlich, Floh ins Ohr. Die setzen ja? den Floh ins Ohr. Richtig. So, am Ende haben wir uns da einmal nach und nach systematisch das alles eingegrenzt und dann nachher auch die Bauteile ersetzt. Habt ihr gesehen, das war, das Auto läuft, mega. An der Mechanik gar nichts dran. Wie kannst du sagen, Mechanik? Und trotzdem, wenn so ein Auto zu uns käme, irgendwer anders hätte den Motor gemacht. Wäre das für dich ein Kriterium zu sagen, da gehen wir gar nicht dran? Nö. So, das ist der Punkt, danke. So, das auch nochmal ganz kurz zu dem Auto, weil das immer wieder mal interessant ist, wenn Autos, die wir mal vor einer gewissen Zeit gemacht haben, mal wieder zurückkommen dann für kleinere Geschichten. Aber, weil BMW Mechanik gesagt hat, muss der Kunde natürlich jetzt die Abholung bezahlen. So. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass das von Hamburg hoch und runter, bist du da schnell bei 800-900 Euro. Wo? Für die Katz. Gut, also gleich nochmal Thema S62 für unseren Touring und dann sind wir durch. Wir gehen jetzt in die Pause, essen was und dann sehen wir uns gleich wieder. So, last but not least. Ihr seht, wir haben das jetzt so ein bisschen hier vorbereitet. Also nochmal, es ging jetzt um den S62 Motor für unseren E39 M5 Touring, um da einfach ein schönes, frisches Triebwerk reinzubekommen. Den alten legen wir uns dann einfach aufs Lager, falls wir den irgendwann mal brauchen und dann ist es eine Win-Win-Situation am Ende. Hier ist jetzt alles soweit gereinigt. Wir haben die ganzen Deckel hier bestrahlt, damit das nachher auch alles schön wird. Nockenwellen sind schon ein bisschen poliert. Und das Geilste an der ganzen Geschichte ist das hier.
Das ist die ganz normale Spannschiene für den S62 aktuell nirgendwo zu kriegen. Wir haben die noch neu. Ich schwöre dir, da draußen gibt es Leute, die würden für so ein Teil jetzt 1.000 bezahlen. Aber gehen wir nicht ab. So, kommt nicht hier rein. So. Und dann, ich meine, ich habe es hier und da schon mal in einem Video gezeigt. Aber wenn es jetzt hier explizit um den Motor geht, dann zeige ich euch noch mal ganz kurz die Einlässe und die Auslässe. Ich meine, man kennt es vom S54, dass die Einlasskanäle einfach schön bearbeitet sind. Hier haben wir selber ein bisschen rumgetüftelt, gemacht. Normalerweise sind die Stege hier viel, viel dicker. Und um das jetzt einfach ein bisschen strömungsgünstiger zu gestalten, haben wir hier mit dem Dremel ein bisschen rumgearbeitet. Ich meine, mit dem eigenen Auto kann man das jetzt mal ausprobieren. Ich würde es nicht nochmal oder für einen Kunden machen, weil das, ey, wir waren echt 4 Tage hier dran. Wir haben halt Einlässe und Auslässe bearbeitet. Ich hoffe, dass er dadurch eine etwas bessere Füllung nochmal bekommt. Und dann läuft die Geschichte. Ne? Auslässe seht ihr so ein bisschen. Da halt wirklich auch ein bisschen geglättet, dann zur Ventilführung ein bisschen was gemacht. Und dann passt die Chose. Ich meine, ist jetzt hier, sterben jetzt nicht in Schönheit, aber bevor du hier so Köpfe nachher abgibst irgendwo zum Porten, dann bist du einfach echt irre Summen los und wir wollten das jetzt einfach mal für uns mal ein bisschen testen, gucken wie es läuft und dann kann man sowas auch schon mal machen. Deswegen, ja, würde ich fast sagen, wir sind hier durch. Ihr seht, wir haben vorbereitet, wir werden wahrscheinlich heute noch anfangen, den Block soweit fertig machen, Kolben einziehen. Wir haben hier zum Glück auch einen Block, der ist nicht ganz im Standard geblieben, der bekommt Doppel-Null Kolben, also 400stel größer, damit wir da einfach ein geiles Einbauspiel hinbekommen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier nachher einen S62 haben, der richtig schön im Futter steht. Warum heißt der nicht Doppel-Null-Kolben, wenn die 400stel Null, größer sind? Null ist komplettes Standardmaß. Mhm. Doppel-Null ist 400stel Übermaß. Kannst du dann für Blöcke verwenden, die dann schon gewissen Verschleiß ja, haben. Ja, ich verstehe das schon, aber warum heißt die dann Doppel-Null und nicht, keine Ahnung. Die wird Doppel-D lieber, ne? Ja. Und dann hast du halt dann serienmäßig 0,20er Übermaß. So, und dann ist es mit den Kolben auch schon für den S62 erledigt. Ja, das Interessante an dem Projekt ist jetzt einfach, wir haben über die letzten Jahre sehr, sehr viel S62-Material immer wieder mal zugekauft. Und es ist immer wieder auch ein bisschen was dann liegen geblieben von Motoren, die wir dann zerlegt hatten, weil wir einen Block brauchten und eine Welle für einen Kunden, der vielleicht einen Pleuerbus hatte. Deswegen werden wir hier den Motor bauen, komplett mit Einzelteilen bei uns aus dem Lager. Das Zeug, was du immer mal findest, dann liegen hier 2 Warnhauseinheiten. Da ist ein Motorkabelbaum, eine Airbox und so weiter und so fort. Also so am Ende die ganze Geschichte auf die Straße bringen, dass wir an keinem kompletten Motor irgendwas abbauen müssen. Verstehst du? Ja. Wir nehmen uns jetzt hier ein bisschen mehr Zeit, suchen uns das Zeug alles zusammen. Das liegt hier alles. Ja? Aber dann hast du das Lager ein bisschen aufgeräumt, hast alles hierfür verwendet, hast nachher einen kompletten Motor und den anderen kannst du im Grunde so von der Achse runternehmen, Getriebe abflanschen und kannst ihn so ins Regal stellen. So, ist auch immer wieder gut, falls wir dann für euch oder für irgendwen da draußen hier einen Motor machen oder wir brauchen Kleinteile, Sensorik oder wie auch immer. Wir haben das Zeug dann zum Testen, wenn wir auf Fehlersuche sind, haben wir es immer an den Motoren dran. Das heißt, wir können da hin und können uns das Zeug dann nachher immer wieder dann abmachen und müssen sowas in dem Fall dann für euch auch nichts neu bestellen. Ne? Natürlich ein riesen Vorteil, bevor ihr nachher dann geht zu BMW, hast irgendwo einen Fehler. Wie bei den blauen. Ne? Ja. Ja. So können wir dann alles, weil wir es da haben, mehrfach sogar, können wir da viel, viel effizienter und am Ende auch kostengünstiger einen Fehler suchen. So, das ist halt die Idee dahinter. Deswegen, wir hatten wieder viel. Ich habe übrigens gerade die Info bekommen, dass diese Ölwanne, die gibt es auch so im GTS. Aha. Ja. Genauso. Genauso. Ja dann. Der Block ist aber anders, die Welle ist auch anders. Also es ist irgendein Mischmasch. Mhm. Na? Wir müssen jetzt gleich mal die Welle noch messen, gucken, wie ist das Hubverhältnis. Haben wir ein originales Hubverhältnis oder nicht? Und dann gehen wir da bei der Geschichte weiter. Dann haben wir uns ein bisschen dazu geäußert, wie es, ne, das Gespräch habt ihr mitbekommen. Jetzt habt ihr noch die Baustelle hier, den M5 habe ich euch gezeigt. Und deswegen würde ich einfach sagen, war es das einfach schon wieder für diesen Sonntag. Und ja, also wie immer,
Wir haben euch da viel gezeigt. Diskutiert das mal mit uns. Ja, würdet ihr auf Teile eines Vorserienmotors zurückgreifen, wenn ihr es für einen Kunden macht oder für euch macht? Ich finde, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich denke, wenn wir das ausgiebig wirklich geprüft, vermessen, gecheckt haben, werden wir den Block und die Welle tatsächlich verwenden für den Kunden. Weil dann bleibt es auch irgendwo preislich noch im Rahmen. Aber die Frage ist, würdet ihr das machen? Ja, wie könntet ihr damit leben, wenn wir das für euren Auftrag machen würden? Ich bin der Meinung, ja, aber trotzdem diskussionswürdig und interessant. Und zu der Geschichte mit BMW, ja, teilt uns da mal eure Meinung mit. Und ja, würde mich auch interessieren. Und ansonsten sage ich einfach nur abschließend, wie immer, schönen Sonntag, wie immer, teilen, liken, kommentieren, wie auch immer. Macht's gut, ich bin raus.